Hallo und herzlich willkommen zur 8. Ausgabe von FutureNet hier bei Remastered, eurem liebsten FutureNet Let's Play Channel und wahrscheinlich auch dem einzigen. So, wir müssen uns jetzt einhacken und zwar in der FAQ Hall und dazu werde ich die jetzt erstmal betreten. Und was wir da tun müssen, wir müssen irgendwie an eine Level 2 Access Sonde kommen. So. Ich spiele viele Computerspiele und ich habe auch schon von den tollen Spielen des Netzes gehört. Okay, cool. Gut, was machen wir? Wir starten jetzt unsere... Da ist sie. Unsere Hack-Probe-Sonde. Was ist das FutureNet? Cool. Also sozusagen ein Live-Scanner. Okay, das sieht doch aus wie ein anderes Teil. Yes, und da haben wir uns auch schon eingehackt. Das ging ja einfach. Warnung, eine unautorisierte Person versucht in das Encryption Core einzudringen. Okay, gut. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt erstmal einen Blick auf dieses Dokument werfen, das uns Howard, der Hacker, mitgegeben hat. So, okay, das sieht jetzt schon mal relativ kompliziert aus. Okay, also Notfall-Access-Zugang. Um den Encryption Core, das ist anscheinend das Ding, was wir jetzt vor uns haben, ohne die vierteilige Passwort-Autorisation zu betreten, sind die folgenden Hintertür-Access-Zugangstechniken herausgegeben worden. Die Access-Zugangstechniken. Okay. Im Encryption Core gibt es 64 Codezellen, 4 davon sind zu jeder Zeit aktiv. Okay, und die 4 müssen wir finden. Die Wahl der richtigen 4 Zellen aus dem oberen Raster öffnet den Encryption Core. Um die richtigen 4 aktiven Codezellen zu wählen, können Testsignale durch den Core gesendet werden. Beim Wählen von einem der 4 Schäfte des Encryption Core wird ein Testsignal gesendet. Die Signale dringen in den Core ein und reagieren mit den aktiven Codezellen nach den folgenden Regeln. Okay, also, wir können also von außen Impulse auslösen und die Signale gehen entweder geradeaus durch oder sie bleiben hängen, je nachdem in welcher Relation sie zum Core, zu den Codezellen, zu den aktiven stehen. Also Beispiel 1, Signale, die eine aktive Codezelle direkt berühren, werden abgefangen. Also wenn ich jetzt also irgendeine Zeile aktiviere und die kommt nirgendwo raus, heißt das, dass sich irgendwo auf der Gerade eine Codezelle befindet. Okay, gut. So, zweitens, Signale, die diagonal zu einer aktiven Codezelle stehen, werden um 90 Grad von der Zeile abgelenkt. Das sehen wir hier. Also er geht jetzt hier los, an der Stelle ist er diagonal zur Zelle, das heißt er wird um 90 Grad nach links geschleudert, von der Zelle weg. Aha, um die auch gar nicht, okay, immer von der Zelle weg und geht dann so rum weiter. Würde ich das erkennen, wäre, okay, egal. Drittens, Signale, die sich zwischen zwei aktiven Codezellen befinden, werden direkt reflektiert. Okay, also... Weil er hätte dann ja wieder nach links, nach rechts einen Escape-Weg oder einen Fluchtweg über die 90-Grad-Regel, geht also zurück. Und viertens, Signale, die an einer Seite der aktiven Codezelle an der Ecke des Scans eintreten, werden ebenfalls reflektiert. Okay, also wenn er sofort zurückgeht, dann heißt das, links oder rechts daneben ist auf jeden Fall eine Zelle. Ja gut, okay, ich denke, das ist super nervig, aber da müssen wir jetzt durch. Ich hole mir jetzt mal einen Stift und ein Blatt Papier. Tut mir leid, ich bin äußerst schlecht vorbereitet, aber wer hätte auch mit sowas... Abartigen jetzt rechnen können. Ich hätte mich vorbereiten können, okay, aber komm, ganz im Ehrlich, vorbereiten. So, also Papier habe ich, Stift habe ich auch. Also erstmal probiere ich jetzt einmal aus, mal eben draufklicken. Ach, guck mal. Hier passiert schon direkt irgendwas. Also hier wird abgelenkt, okay, gut. Am besten, ich muss mal dieses Raster mir kurz aufmachen. Also wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in einer Zeile. Das heißt, wir haben 64, ein 64-fältiges Grid. Ach so, stand ja auch in diesem Ding, ne? Also. So, 1. Ich muss das mal kurz für mich malen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So haben wir das. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, jetzt nochmal kurz die Dinger hier länger machen. Ja, vielleicht mache ich hinterher einen Scan, damit ihr seht, womit ich hier arbeite, wie aufwendig das ist.
Okay, gut. Also, wir fangen jetzt also einfach mal systematisch an und gucken nach, wie die reagieren. Also, der hier, zack, wird direkt hier abgelenkt. Also, er wird 90 Grad abgelenkt. Das bedeutet, dass sich irgendwo auf seinem Pfad, aber wenn er sofort abgelenkt wird, also wirklich sofort nach rechts und wirklich zurückgeschleudert wird, da muss ich direkt, hier wird er zu, da muss sich hier doch auf der zweiten Position, also hier, eine Zelle befinden, oder? Oder bin ich gerade total Banane? Nee, Quatsch, die muss einen weiter vorne sein. Weil dann wird er sie hier diagonal berühren. Eine unautorisierte Person versucht, ja, das Encryption Core einzudringen. Aha, das klingt doch sinnvoll, oder? Aber dann wäre es ja, doch, genau. Ja, das muss auf jeden Fall stimmen. Okay. Ich halte das mal bei mir fest, als auf jeden Fall eine sichere Zelle. Jetzt habe ich den Stift weggeschleudert, so. Okay, das war ja schon mal erfolgreich. Dann klicken wir auf zweite. Der zweite müsste hängen bleiben. Ja, cool. Das ist richtig. Ja, haben wir schon mal das erste Ding gefunden. Okay. Okay, der dritte geht auch nicht geradeaus durch, sondern landet hier. Wenn er da landet, wird er also... Ach so, natürlich, weil er abgelenkt wird durch die Zelle. Okay, das war ja klar, dass da was passieren musste. Ich bin echt verpeilt manchmal. So, jetzt der vierte. Okay. Der vierte geht direkt links daneben wieder zurück. Aber wie kann das denn sein, dass er nicht in dem gleichen zurückkehrt? Oder ist das gleiche? Nee, er geht links daneben zurück. Aber laut der Grafik werden doch die Dinger in der gleichen Zeile zurückreflektiert. Wieso wird er nach links abgelenkt? Also irgendwas muss in der vierten Reihe sein. Ich halte das mal fest. Also der geht hier sozusagen sofort so zurück. Dann gucken wir mal, was passiert, wenn ich jetzt aufs fünfte gehe. Der fünfte landet beim vierten. Würde das nicht bedeuten, dass dann... Eine unautorisierte Person versucht, in das Encryption Core einzudringen. Also wenn 4 und 5 jetzt hier vorne sofort zurückgehen, sind die dann zwischen zwei anderen? Also irgendwie so? So kann das sein? Bumm, aber kann das sein? Dass das so eine Kombination ist, aus dem, er muss ja hier jetzt nach links abgelenkt werden? So, wird jetzt 90 Grad gelenkt, kann aber auch nicht da lang, also muss er hier raus. Das könnte stimmen, oder? Gucken wir auf das 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achso, habe ich mich gerade vertan mit dem? Ne, 4 und 5, genau. Jetzt kriegen wir auf 6. Ja, das 6. bleibt hängen, das ergibt doch Sinn. Aber dann müsste demzufolge auch das 3. hängen bleiben. Aber das 3. wird nur abgelenkt. Es kann nicht sein, das kann nicht richtig sein. Es sei denn... Die sind irgendwie so gesetzt. Kann das sein? Das könnte sein, oder? Dann kommen die hier gar nicht erst so weit. Das, so könnte ich es auch erklären, ja. Das würde bedeuten, dass der hier immer noch hängen bleibt. Guck mal, auf den 7. der müsste... Ja, der 7. wird zurückgeschleudert. Auf den 3. da oben. Also der geht hier rein. Whoop. Aber er müsste auf den 2. geschleudert werden, nicht auf den 3. So wird ein Schuh draus. Und der hier läuft durch. Okay, hier ist nichts. Ja, das stimmt dann ja auch. Dann testen wir mal. Also der 1, 2, 3, 4. von hier müsste hängen bleiben. Ja, und der 4. von hier auch. 1, 2, 3, 4. Hä, nein, wieso wird der denn jetzt reflektiert? Was soll das? Was soll der Quatsch? Er wird sofort auf den 1. reflektiert. Hier? Ergibt das nicht Sinn? Was mit dem? Bleibt der hängen? Der 5. wird auf den 2. reflektiert.
Gehen wir mal systematisch hier jetzt diese Reihe durch. Der läuft einfach. Ergibt das Sinn? Der müsste doch eigentlich reflektiert werden. Ich bin vollkommen verwirrt. Der hier ist Quatsch. Der ist richtig. Hier wird dann reflektiert auf das Zweier, genau. Der hier ist richtig, genau. Jetzt müsste der hier nach links reflektiert werden. Ja, stimmt, okay. Der Dreier hier müsste hängen bleiben, richtig? Ja, bleibt hängen. So, der Vierte müsste bitte auch hängen bleiben. Wieso wird der Vierte reflektiert? Ach so, der wird auf den Einser reflektiert, weil hier, er ist hier diagonal, das ist richtig. Die drei müssten stimmen, ich bin ziemlich sicher. Der Fünfte wird reflektiert auf den Zweier, weil er hier reinkommt und da dann reflektiert wird. Richtig. Der Sechste landet beim Dreier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wird hier abgelenkt, nach rechts. Ist das richtig oder sehe ich gerade Quatsch? Nee, oder? Wenn er hier wäre, würde er hier abgelenkt werden. Nach rechts. Aber auf den Dreier, das heißt, er müsste hier sein. Ja! Oh Gott, ich hab's geschafft. Hab nur 10 Minuten gelabert. Es tut mir leid, die Folge ist wirklich unglaublich spannend, aber ich fühle mich gerade sehr froh, dass ich den Scheiß gemacht habe. Die Emergency-Zugangscode für Notfälle ist vollständig. Öffne Encryption Core. Yay! Warnung! Eine unautorisierte Person hat ein Level-2-Protokoll aus dem Encryption Core entfernt. Außer FAQ-Administratoren werden alle momentan im Encryption Core eingeloggten User unverzüglich ausgeloggt und disconnected. Wir entschuldigen uns für die Ja, ich gehe mal schneller raus. Und würde sagen, ihr dürft mich Howard Jan the Hacker nennen. Ja, cool. Mach mal diese Map mal auf. Ja, anscheinend kann ich anhand dieser Map jetzt weiterkommen. Das ist doch schon mal cool. Wo finde ich denn jetzt Howard, den Wurstmeister? Vielleicht springe ich mal wieder zu dem Education-Ding, wo ich ihn erstmals traf. Ja, ach so, er wartet auf mich. Das ist aber freundlich. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal eben zu Howard und schauen nach, was der so zu bieten hat. Übrigens, den Scan meiner Datei, also meines Rasters, der bringt nicht viel, weil ich habe da nur ein Kreuz reingemacht. Deswegen werde ich mir das vielleicht doch sparen. Tut mir leid. So, Howard. Sehr gut, Neuling. Du hast gut gearbeitet. Danke. Ich werde mir die Freiheit nehmen, dir eine Kopie des Protokolls downzuloaden. Und ich werde dir den Antivirus geben. Benutze ihn nur im Akademiku und der Virus wird neutralisiert. Danke dir, Neuling. Ich werde dich jetzt alleine lassen. Dem Deep Throat Antivirus. Wunderbar. Gut, dann wollen wir ihn doch gleich mal anwenden, oder? Ab ins Inventory. Wo ist er? Da ist er. Achtung. Ach, wenn es doch auch in der wirklichen Welt so einfach wäre. Verdammte Hacker, wenn die vielleicht ein bisschen mehr Zeit für das Studieren und weniger Zeit für das Hacken von Verteidigungseinrichtungen aufbringen würden, würden sie nicht permanent unsere Dateien versauen. Ja, Egal. Danke für den Antivirus. Bitte. Der bewahrt mich davor, 12 Stunden nach dem verdammten Ding zu suchen. Mein Name ist Anna. Ich bin hier die Systemadministratorin. Hallo Anna aus Angola. Ich suche sie. Ja, immer mit der Tür ins Haus. Was wollen Sie von mir? Ich fahre eine saubere Note hier. Ich will keinen Ärger. Sind Sie von der Regierung? Los, raus damit. Antworten Sie mir. Nein, ich suche Leonid. Gut, jetzt bin ich erleichtert. Ich dachte, Sie wollten den Laden hier dicht machen, wegen Gewalt oder so etwas. Weswegen wollen Sie Leo sprechen?
wegen Gewalt oder sowas. Vollkommen fiktives Beispiel mit der Gewalt. Ich muss ihm nur ein paar Fragen stellen, bitte. Was auch immer. Dieser Typ ist schwer zu kriegen. Er hat nur begrenzten Net-Access. Und wenn Sie mit ihm sprechen wollen, müssen Sie schon ein wenig Geduld mitbringen. Es ist manchmal hart, ihn zu kriegen. Dort oben in einer Büchse in der Nähe von Alpha Centauri. Aber wenn Sie mit ihm sprechen wollen, müssen Sie eine Freigabe im Department of Space in der Government Note holen. Das klingt ein bisschen nach Protokoll A43 oder wie das war. Nicht der Rede wert. Hey, wir sind jetzt quitt. So sehr ich auch Ihre Hilfe schätze, werde ich Sie nun abtrennen. Dann kann ich hier die Daten wieder kompilieren. Vielen Dank und Wiedersehen. Boah, wieder Comic Sans. Das ist ein einziger Albtraum, diese Hölle. Und wenn ich mich aussage, bin ich hirntot. Comic Sans angucken, hirntot sein. Ja gut, ich springe schon mal runter zu Port 78 und würde sagen, wir beenden das erste Mal, seit ich FutureNet spiele, eine Folge dann doch relativ pünktlich. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann mal an, ob wir nicht den guten Leonid oder das Protokoll oder den Zugang zu Leonid über die Government Note erhalten werden. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bleiben Sie mir gewogen, liebes Publikum.